Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver. Mit dem Typen, der nicht redet. Ja. Den war etwas verwirrt gerade. Warum? Weil ich gerade anscheinend wieder ein etwas größeres Delay drin habe. Okay. Was passiert gerade bei dir? Du hast geredet noch bevor du aufgenommen hast. Was passiert jetzt gerade bei dir? Du hast gerade 240 Pokédollar bekommen. Oh, Telefonnummer. Ja. Ist das gerade auf Ja getrifft? Als ich gerade Ja gesagt habe. Ja, passt doch. Ja, manchmal hat er irgendwie ein Delay drin, manchmal hat er gerade kein größeres Delay drin. Ja, jetzt habe ich zum Beispiel irgendwie gerade Standbild. Oh, Anidoran. Anidoran. Weiblich. Nein, männlich. Bei mir steht da weiblich. Ist aber männlich. Ja, ich weiß, weil das eigentlich ein Jorino oder heißt, ne? Nein, das ist einfach männlich. Das ist hier, hat sich umoperieren lassen. Achso, ja. Transsexuell, ne? Ach, wir haben gar keinen Schutz. Wir müssen doch noch den Brief verschicken, den haben wir komplett vergessen. Was, den Brief schicken? Den Brief, den wir doch noch im Inventar haben. Den kann man verschicken? Klar. Wo? Gib den einem Pokémon und tauschen wir den dann rüber. Aha. Was sind da unten noch? Oh, ein Traumato. Oh, Swati, das schaffst du. Nicht. Und ein Ditto. Ditto braucht man, ne? Zum Paaren. Los, Superball, jetzt hast du dich, also fang Ditto. Alter. Was ist das denn? Ja, dann müssen wir es mal versuchen zu schwächen. Sag mal noch. Wie hässlich ist das denn? Ein Ball, der sich besonders gut eignet, um Pokémon mit hoher Intensität zu fahren, okay? Das Ding überhaupt, das Ding ist eigentlich lernen. Sonst was. Mann! Ich sag doch, das Ding ist lärmer als sonst was. Oh wir müssen mein das Gott. Ding irgendwie versuchen zu schwächen. Können wir irgendwie Kratzer oder sowas? Ich probier's jetzt mit dem Pokéball. Das kommt doch wieder raus. Los, Pokéball. Das einfach noch nicht geschwächt haben. Ach, schade. Versuch's mal mit Kratzer. Das müsste ja besser funktionieren. Oder mach Donnerwelle. Wenn's paralysiert ist, ist es doch auch leichter zu fangen. War nicht wirklich viel leichter. Aber etwas. Es stirbt jetzt eh. Meinst du? Falls es das nicht überlebt. Oh. Ja, dann schwächt es mal ein bisschen. Wir müssen aufpassen, dass unser was nicht kann. Aber es tut nicht. Das dürfte doch eigentlich reichen. Und vielleicht noch eine Donnerwelle. Los, Pokéball. Kanntest du das früher auch, wenn man Pokémon fangen wollte, dass man Tasten gedrückt hat, ganze Zeit? Ja, A und B. Ja, oder nur A auch oder sowas. Nee, ich habe immer A und B. Da habe ich einfach den Daumen zwischen A und B genommen und habe beide gleichzeitig gedrückt. Ich habe immer ganz schnell A gedrückt oder B. War abwechselnd. Kumpel hat dann irgendwie hier den Mittelfinger und den Zeigefinger genommen und ganz schnell hin und her gedrückt. Oder den Gameboy gedreht und dann ganz schnell hin und her gedrückt mit dem Daumen. Also. Hattest du normal, also jetzt. Hattest du ein Game Boy Advance oder SP? Oder hattest du überhaupt einen davon? Ich hatte einen Game Boy Color und ich hatte einen Game Boy Advance SP. Ich hatte den allerersten Game Boy. Den grauen Klotz. Nee, Color war den ersten, den ich hatte. Zusammen mit. Boah, dieser graue Klotz, der war so geil, ne? Wie hieß denn das? Wie hieß denn das Spiel? Irgendwas mit Panama. Panama? Die gehen da durch Panama müssen, die zwei Freunde da. Oh, wie hieß denn dieses Spiel? Noch nie was von gehört. Ich hatte auf Game Boy, also Pokémon war halt mein erstes Spiel und dann hatte ich noch für den Game Boy die Schlümpfe. Ah, stimmt, Schlümpfe hatte ich auch noch. Das war richtig schwer, das Spiel. Oh, das habe ich nie geschafft. Ich habe nur das erste Level geschafft und dann kam ich nie weiter. Ich hatte dann noch so ein Spiel, da waren dann 100 Spiele drauf. Das war dann aber teilweise irgendwie nur zwei Spiele in 20.000 verschiedenen Sprachen.
Ja, das ist schon also illegal. Mal. Du illegales Kind, ey. Ich finde ja dieses Spiel mit dem Kanal. Was? Janosch, genau, Janosch hieß es. Kenn ich nicht. Wir sind ein kleiner Tiger, der dann da halt nach Panama möchte, weil er da halt weiß, dass es irgendwie da leckere Bananen gibt. Ah ja. Also damals war die Story noch nicht so gut durchdacht. Ja, das ist halt wirklich was für kleinere Kinder und ich meinte, da war ich auch noch nicht besonders alt, als ich das Spiel bekommen habe. Janosch, das große Panama-Spiel. Das Spiel habe ich auch nie wirklich gecheckt. Habe ich also deshalb auch nie durchgespielt. Diese kannst du sogar bei Amazon für 1 Cent kaufen schon. 1 Cent? 18 gebraucht ab 1 Cent. Jetzt im Ernst, Kauf, weil ist voll günstig. In 100 Jahren ist das hier voll viel Geld wert. Aber da kommen nochmal 3 Euro Versandkosten hinzu. Dann kaufst du halt noch was anderes. Eine Tastatur oder so. Man hat 96% positiv bei 52 Bewertungen. Gebraucht gut, Modul mit Anleitung. Oh, eine Shigikanne. 100 ist wieder zurück. Aber 1 Cent müssen wir schon haben. Wollte ich noch was machen da? Ach ja. Zurück zum Pokémon Center. Und wir brauchen noch die Gießkanne. Ja, die habe ich schon. Achso. Die Shigikanne. Ich hatte ja gerade, schaut. So. Nein, wir kommen so, wieder. Jetzt schalte ich mal zum ersten Mal den PC ein. Jemand das PC. Und ich lage hier Pokémons ein. Nein, die brauchen wir eh nur für Pension. Wann kriegt man Fliegen? Kriegt man erst mal ab den 6. Orden, oder? Ja, das bekommt man recht spät. Ja, dann lag ich das auch erstmal ein. So, dann ist es wenigstens ein bisschen leerer. Wenn wir einen Pokémon fangen, haben wir es direkt dabei. Jo. So, und dann müssen wir nach Tiek, ne? Ja, Tiek, Sigi und das und diesen Baum gießen. Oh ja. Lass mal den Baum fangen. Hast du noch Pokébälle? Was? Du willst einen Baum fangen? Ja. Wie willst du das denn anstellen? Ich weiß nicht. Werf dem einen Pokéball in die Fresse. Also das mache ich nicht. Dann hast du einen Baum gefangen. Du bist aber unfreundlich. Ja, ich weiß, aber. Warte, ich hast du dir schon mal das deprimierte Pikachu angesehen, das aus dem Pokéball rauskommt, das Bild? Nein. Das muss ich dir nachher machen. Was ist eigentlich hier hinten? Oh, Pokéathlon, irgendwas. Ach du lieber Strohsack. Hoho. Dieser Glitzer in deinen Augen. Ich weiß nur gut. Nur zu gut, was das bedeutet. So sieht nur eine wahre Freundschaft aus. Ich gebe mich geschlagen. Dein Vati ist aber auch wirklich ziemlich auf Zack. Du bist mehr als bereit, um am Pokéathlon teilzunehmen. Zwischen dir und deinem Pokémon-Team kann ich vor allem Zusammenhalt, Vertrauen und Potenzial spüren. Na gut, komm, immer mehr nach. Hilfe? Hi. Na? Ach, na, was sagst du? Das hier sind die Pokéathlon-Halle. An die erinnere ich mich leider überhaupt nicht. Ja, ist auch neu bei HeartGold und SoulSilver. Was halt neu? HeartGold und SoulSilver gibt es ja auch mittlerweile seit fast, glaube ich, 3-4 Jahren. Der Pokéathlon ist der Zenit aller Sportarten für Trainer und Pokémon. Im Inneren dieser Hallen wird die Freundschaft zwischen Trainern und ihren Pokémon im Sport auf die Probe gestellt. Ich lege dir dringend ans Herz, auch dort teilzunehmen. Ich werde es einmal machen. Gut, dann, Aber das war eine schöne Überraschung. Wer hätte mir mit sowas schon gerechnet? Dass mir plötzlich ein Pokéathlet von deinem Kaliber vor die Füße fällt. Es war eine gute Entscheidung, den Pokéathlon hier in Johto zu eröffnen.
Mein Name ist Faustus. Wir werden uns bestimmt nochmal irgendwo über den Weg laufen. Dann also bis bald und viel Spaß beim Pokathlon. Ist das nicht der Arenaleiter von den alten Arena? Keine Ahnung. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich guck einfach ein Bild nach. Nee, doch nicht. Hallo? Ist hier jemand? Ja, die haben uns jetzt alle alleine gelassen. Oh. Irgendwie deine Bianca. Nicht. Oh, hallo Lotte. Ah ne, warte. Oh Gott, welche Stimme hatten die Bianca? Nase zu halten, oder? Nee, ich hab ohne Nase zu halten irgendwas gemacht. Das klang aber wie Nase zu halten. Bist du hier, um am Pokéathlon teilzunehmen? Als man mir sagte, dass es jetzt so eine Anlage in der Nähe von Lucatia City gibt, war ich so neugierig, dass ich sofort losgeflitzt bin. Nee, das ist einfach nur so irgendwie ein komisches Sprechen. Hä? Glaubst du etwa, in diesem Aufzug am Pokéathlon teilnehmen zu können? Wenn du mitmachen möchtest, solltest du auch entsprechend vorbereitet sein. Also sag schon, was für eine Größe hast du? M oder L? XXXL. Du siehst mir eher nach Größe X aus. In Ordnung. Dann bringe ich dir ja gleich mal einen passenden Anzug für den Pokéathlon. Hier ist doch bestimmt auch lieber, wenn du in coolen Klamotten antrittst. Oh, da kann ich mal aufhören zu reden. Gut, dann warte mal kurz. Warum? Weil diese Stimme nervig ist. Eine andere Stimme. Mann! Na also, das passt ja wie angegossen. Okay, damit bist du bestens auf alles vorbereitet. Gut, dann... Will ich auch aber mal. Moment mal, ich habe völlig vergessen, meine Pokémon mitzubringen. Na gut, dann bis bald mal. Ciao. Danke. Hallo Gott, und herzlich willkommen heilig. Bei der Pokémon Teilnehmerregistrierung. Müsstest du deine Pokémon für einen Wettkampf anmelden? Welches unserer Turniere darf ich dich eintragen? Ach, machen wir einfach das erste. Das Tempo-Turnier, also ist das denn richtig? Dann bitte hier entlang. Das sieht scheiße aus. So, ich dachte, wir ziehen jetzt nur einen Anzug an, nicht, dass uns vielleicht nochmal die Haare neu gemacht werden. Tempo. Ich glaube, ich gehe noch mal raus und nehme mal halt Ausdauer. Weil Tirokok hat da 5 Sterne. Okay. So, teilnehmen. Ausdauer. Kanimani hat er. Ach, Kanimani steht natürlich nur noch im Winde. Ja, halt schon beim Bruch. Kann man, ihr rennt einfach durch. Und bevor wir das Pokéathlon machen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Achso, ja. Bis morgen. Bis dann.